Ich glaube halt, dass es vom Platz dort, dass er das Koordinier werden muss. So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Escape from Monster. Mit dabei ist Hi Enink! Hi! Der wieder Kermit redet. Was meinst du damit koordinieren? Ja, wo was hinkommt. Und du brauchst ja quasi dann den Bahnhof dort, wo es abladet, und dann brauchst du irgendwo die Bahnhöfe, wo es wegtransportiert. Genau. Vor allem, wo es wegtransportiert wird, wo es am Ende wegtransportiert wird eigentlich. Eben. Und das wird platztechnisch, sag ich, herausfordernd. Gut. Alter. Alter, er geht schon ohne mich. Was heißt, ich gehe ohne dich? Na, was soll ich sonst machen? Soll ich im Aufenthaltsraum warten? Alter, das ist jetzt urdunkel wieder. Das war immer schon so dunkel. Oh, das war eine gute Partie. Ich würde mal sagen, das war eine Aufwärmrunde. Jetzt weiß ich, was das Loste war. Ich habe die Laterne nicht genommen. Na lang. He's coming! Ist da schon Schlüssel? Nein. Kitchen. Ah, haben. Ah, da ist er. Ja, genau. Habe ich auch kurz gesehen. Mann, bist du hässlich, Monster. Okay. Warte, was ist da kommt da? Oh! Er kommt jetzt von der anderen Seite. Ich bin tot. Ja, ja, schnell weg, schnell weg. Andere Weg. Oh, Alter. Du kommst jetzt von der anderen Seite, deswegen. Ja, dachte ich auch. Scheiße, hat mich auch gesehen. Na gut, das ist wie ein Neustart. Beim letzten Mal sind wir da durchgepascht. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Andere Richtung. So, da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Ich höre ihn. Er kommt, Küche. Ab. Ah, ja, da. Bedroom war, glaube ich, dann drüben. Ja. Warte, ich glaube, er hat mich gesehen. Ja. Ja. Er geht weg. Danke. Boah, wie wenn wir alles verlernt hätten. Vor allem, wir sind eigentlich bis zu dem Kobold schon durchgewascht. Ja. Jetzt fehlt uns dann schon die Zeit. Boah. Papa! Papa! Papa!
Wow. Oha. Papa! Ja, warte. Warte, Leosha. Danke. Also du bist doch da. Scheiße. Boah. Bitte. Papa. Er schleicht da ganz hinten jetzt. Er kommt. Aber ich glaube, dann können wir da durch jetzt. Nein, warte. Ja, wenn er kommt, können wir nicht durch. Er geht hinten. Okay, er kommt zu mir. Ja, du bist genau zu mir. Ich bin aber vorbeigelaufen. Ja, aber ich stehe genau neben der Tür. Wenn er auf die Tür zukommt. Alter. Was? Der kommt da rein? Ja, sicher kommt da rein. Alter, ich dachte, der kommt da nicht rein. Eieiei. Aber bei Satis verstehe ich, was du meinst. Du möchtest nicht, dass der Bahnhof durchgehend ist vom Öl zum Beispiel durch zum Hauptlager, weil das dann zu viel die Strecke überlastet. Was nochmal? Das verstehe ich nicht. Du möchtest nicht, dass vom Öl durchgehend die Strecke ist zum Hauptlager. Die ist durch. Oh ja, die ist ja okay, wenn es durchgehend ist. Also ich dachte nicht, weil so viele Züge dann fahren. Das ist ja egal, aber die Züge müssen alle immer stehen bleiben, weil dort im Bahnhof einer steht oder der rausfahren will oder. Ja, aber der im Bahnhof muss stehen bleiben, weil er nicht rausfahren kann. Du meinst, weil einfach die Bahnhöfe zu klein sind? Nein, weil das genau. Das ist ja genau neben der Schiene, der Bahnhof. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist, du willst den Bahnhof großzügiger machen, damit er quasi eine Umfahrung ist. Einfach weiter weg von der Hauptschiene, dass man eine Auslaufzone hat. Wenn ein Zug jetzt im Bahnhof reinfahren will, steht er zur Hälfte hinaus auf die Schienen. Das heißt, der Zug, der hinter dem kommt, kann nicht weiterfahren, weil er auf den Hauptschienen steht. Verstehst du, was ich meine? Okay, jetzt weiß ich, dass wir eine Hauptschiene machen, dass wir die Bahnhöfe ein bisschen ableiten von dort, dass er eine Schleife fahren muss, eine größere quasi. Ja. So quasi. Ja, ja. Einfach so wie beim Hauptlager, weißt du, dass es da einfach daneben fahren muss. Mhm. Okay. Du musst dir rechnen, jetzt ist der Zug 3-4 lang, aber der eine Zug ist ja schon mit 6-7 Waggons, ja? Das steht ja jetzt schon raus. Das haltet dann schon auf. Dann müssen wir wieder rüber, gell? So, da drin ist er. Das ist nur ein dummes Hin und Herrennen hier. Kommt er? Ich bin tot. Warte. Komm, wo er ist. Bei mir noch. Geht gerade weg. Ist der aber jetzt zu lang braucht, bis er aus dem Raum raus ist. Also ich meine einfach nur, dass er mehr Meter zurücklegen muss, um auf die Hauptbahn zurückzukommen. Also eine größere Auslaufzone. Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Weil jetzt quasi, wie gesagt, ist er fährt um die Kurve und ist im Bahnhof. Ja, eine kleine Minischleife nur. Ja. Und daneben ist ja gleich der nächste Bahnhof. Das sind ja eigentlich zwei Bahnhöfe minimal nebeneinander. Was du meinst? Welche ist da gleich daneben? Hier der eine zum Entladen, das sind ja zwei Bahnhöfe nebeneinander. Ach so meinst du das, ja. Ja, die können auf jeden Fall mehr getrennt auch. Ja gut, du bist sowieso mehr brauchen dann. Ja. Mal einen zum Entladen, das ist okay. Und dann wahrscheinlich zwei oder drei zum Wegführen. Mhm. Je nachdem, wohin. Kommt er oder kommt er nicht? Ich sehe ihn nicht. Warte, er kommt. Er kommt. Geht weg.
vorne liegt der Schlüssel. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut, welcher. Nein, hinten, hinten. Oh, das ist wieder der auf der anderen Seite, die Tür. Was seht ihr? Und dann rennen wir wieder auf die Seite. Andere Seite. Nochmal. Wie andere? Ja, auf der. Okay. Oh, das muss ich. Dann wieder zurück. Also wieder ins Hauptding rüber, gell? Nein! Eh auf der anderen Seite des Raums. Dort ist die Tür. Alles vergessen, oder? Alles vergessen, ja. Ich glaube, er kommt. Ja. Ja. Ich kann dir sagen, wenn er da vorbeigeht. Kannst du laufen. Okay, ich laufe. Er hat mich gesehen. Ich glaube, er ist weg. Oh, da beide gleich. Jetzt sollen wir nicht mal nehmen. Bitte? Das wollen wir nicht mal nehmen. Mann. Auf einmal. Ich hab das voll vergessen, wo diese scheiß Tür ist. Na, hast du? 30. Ich geh halt genau hinter ihm, ich kann nicht schnell. Ich weiß eh. Wie lang? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. So. Danke. Die Tür da. Ja. Oh, das werden wir echt nicht überlegen. So, die Room with the Fuse Box, das ist jetzt die andere wieder auf der anderen Seite. Ja. Kannst rennen, kannst rennen, kannst rennen. Da rein, da rein. Verstecken. Ich sehe nicht. Ah, er geht wieder zurück. Versteck dich im Raum. Ein Schlüssel fehlt uns da noch. Nein, das ist offen, die Tür. Bist du versteckt? Ja. Hab die Tür aufgemacht? Mhm. Ich sehe mir aber nicht. Oh, da haben sie Eckfahrer, so ein Wichser. Blöd, dass man die Tür nicht zumachen kann. Ich sehe den. Nein. Ich sehe den Typen nicht. Genau wie du vor mir aufgetaucht. Er ist genau in dem Raum, wo ich jetzt bin. Ja, ich sehe es. Er steht, er steht, er steht, er steht, er steht. Wow. Dreht sich um und geht. Geht. Sorry. Hab einen Schlüssel, ich geh mal darüber. Oh, der kommt. Ich weiß halt nicht, müssen wir glaubst du jetzt ganz zurück? Das sind auch jede Menge Türen verschlossene. Okay, dann komme ich dann nochmal zu dir. Oh. Warte, pass auf, Monster. Der Kobold kommt halt. Ja, geh mal rein. Hallo? Nein, jetzt habe ich da nicht. Oh, sorry. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit. 25 Sekunden. Er ist weggegangen, der Krobold. Danke. Nein, kein Problem. Alter. Ja, man sieht den halt nicht. Ja.
entkommen? Also das ist ein Scheiß, ne? Bist du entkommen, oder? Ich bin tot, ne? Ich seh dich. Da hinter dem Regal. Also ganz tot? Ja. Ja, ich war ja auch schon viermal tot jetzt. Also ich glaube nicht, dass es hier ein Raum ist. Ich habe drei Türen probiert. Aber hat es drüben noch welche gegeben, die zu waren? Ja. Okay, sorry. Aber ich weiß halt nicht, ob sie dorthin führen. Andererseits vielleicht, ja, bis jetzt mussten wir noch nie zurückgehen ganz, also. Okay, das Game hat sich aufgehängt bei mir. Okay, kommen wir gleich wieder. Ja, ich starte aber neu. Ja. Eieiei. Ja, sagen wir mal, wie es jetzt dann läuft. Thank you.
So, ich muss dann zwar noch mal ganz kurz weg. Ja, ich dann vor 8 noch mal kurz, also. Ja, passt. Vielleicht hätte man doch nicht mit Labyrinth anfangen sollen, sondern das mittlere zuerst. Ja, so wurscht. Machen müssen wir so oder so alle. Das stimmt. Also. Das ist halt wirklich schwer. Das stimmt. Das mit dem letzten. Also ich habe links eine Tür probiert und geradeaus eine Tür probiert. Und ich glaube, da war rechts hinten noch eine Tür dann. Okay, vielleicht dann doch, ja. Das heißt, da müssen wir doch hin und her. Das ist eine gute Sache, aber muss ich sagen. Ich dachte, dass du dann dort bleibst in dem Labyrinth. Ich habe ja gerade gesagt, hinten rechts die Tür habe ich noch nicht gemacht. Also im zweiten Labyrinth jetzt. Im dritten. Oder ja, dritten. Manchmal weiß ich nicht, wann er sich erkennt und manchmal weiß ich nicht, einfach nicht. Komm er zu mir, komm er nicht zu mir. Ah, unnötiger Tod, wie das beginnt. Vor dem kannst du dann auch nicht mehr fliehen, ist mein Gefühl. Na, fliehen schon, aber du musst schauen, dass du irgendwo in einem Kreis bleibst. Weißt du, zum Beispiel Küche. Ja, so, meine ich ja. Da geht's. Ich höre ihn wieder. Was ich da halt auch ein bisschen blöd finde, ist, dass man da am Anfang eigentlich mitläufe ist nur. Ich würde das bist du die ganze Zeit. Weil irgendwer hat einen Schlüssel und irgendwer hat nicht. Ja. Wow. Das weiß ich überhaupt nicht, wo du bist. Ich bin jetzt. Geh nicht ins Lager. Ah, ja, seh schon. Ich bin da. Wo ist er? Ich bin jetzt nicht gesehen. Wo bist du wieder zurückgegangen? Ja, es war lost. Nur Lager. Er ist ganz, er ist hinten. Ich habe die Augen gesehen. Er geht nach hinten weiter. Ja, genau, er macht die Kurve jetzt. Er kommt. Warte, ich kann da nicht verstecken. Aber ich glaube, wenn ich so bleibe, sieht er mich nicht. Er ist jetzt vorbei. Zu euch. Warte, lass mich mal. Ja. Hui. Okay. Alter. Ja. Was hab ich gewusst? Ach, da ist Licht auch drin. Vorsicht, der Kobold. Das ist ein Arschloch da. Nein, jetzt hat uns beide erwischt. Aber da hinter mir war's ja. Ich bin rausgelaufen. Richtung Kobold. Ich war nämlich auf der anderen Seite. Und hab geschaut. Also nicht im gleichen Raum, sondern. Ah, oh, jetzt waren wir gut unterwegs. Wir suchen haben nicht mehr als vor. Ja, aber ohne Tode. Oh, ich bin zweimal gestorben am Anfang. Ja. Also ich finde, wenn wir da beim Fetten sind, sollte nur einer ins Haus gehen. Ja, gute Idee.
Genau, ich bin lost. Dass der andere ihn retten kann zumindest doch. Genau. Aber wahrscheinlich sterben wir da fix, Alter. Oder eben irgendwie so machen. Weißt du, dass ihn der eine rausrennen lässt? Oder Deutsch? Ich weiß nicht, was du meinst. Zum Kobold raus. Und dann kann der andere den Schlüssel holen und kann die Tür nochmal schauen. Mhm. Ich find's halt ein bisschen uncool, kommt. Dass du die Tür nicht zumachen kannst. Na gut, dann war's aber zu einfach. Weil hier können sie ja nur in einen bestimmten Raum gehen. Da kann ja nur in drei Räume, glaube ich. Wow. Jedes Mal, wenn ich da rein ins falsche Raum. So, Warehouse Key. Na dann ab zum Warehouse. Hat dich gesehen? Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, oder? Das. Oh ja, der bewegt sich jetzt nicht. Fuck, jetzt kommen wir genau in die Richtung. Nein! Scheiße! Das war natürlich sehr genial. Ich hab ihn jetzt nicht gesehen, Alter. Ich hab gedacht, ich renne einfach. Fuck it. Fuck it, fuck it. Ich komme gleich. Kannst du aber anfangen? Bitte? Anfangen? Okay. Bedroom. Key.
Wow! Sind wir schon im Warehouse? Ja. Fusebox. Was? Ich sehe nicht. Er geht nach hinten, geht durch. Ja. Fusebox. Das Scheiße ist, du kannst dich ja mit diesem Kobold auch nicht gescheit verstecken. Ich möchte nur was probieren, bevor wir da öffnen. Gibt's hier auch Licht? Ah! Was denn? Man kommt hier in den anderen, ins Haupthaus wieder. Da ist ein Schalter gewesen. Oh, geil. Das ist die Abkürzung. Jetzt will ich aber was probieren. Okay. Ja, du kannst überall wahrscheinlich an aufdrehen, das Licht. Okay, krasser Raum. Okay, das ist eine Notiz. Kannst du lesen, was du willst? Mich interessiert jetzt, bleibst du hier in dem Raum stehen? Oder okay. Gehst du nach hinten besser? Geh nach hinten besser. Ich will was probieren. Da nach hinten? Ja. Ob in den Raum geht? Ja, mein Licht brennt, ob er hingehen wird. Weil ich kann am Gang kein Licht machen. Das sehe ich gerade. Aber hier ist auch nicht wirklich Licht. Na, ich kann hier nichts Licht machen. Oh ja. Jetzt stehst du erst da. Dann stellen wir wieder Bälle. Entschuldigung. Okay, ist wurscht. Wow. Also Licht stört sie nicht. Er geht gerade an mir vorbei. So, du hast jetzt weniger Leben. Ich würde sagen, ich gehe dann vor. Mhm. Kobold geht weg. Nein, er geht nach rechts. Er geht nach rechts. Hallo. Wo willst du hin? Warte mal. Ich habe jetzt die Orientierung verloren, wo wir hin müssen. Da nach rechts? Nochmal. Er geht. Du kannst nach rechts. Aber da bin ich in diesem Fuse-Raum. Rechts. Links. Links. Oder da bin ich in der Sackgasse. Da ist eine Tür, Norbert. Da! Lass mich weg!
Aber wir haben keinen Schlüssel. Alter, da ist ein Hebel, Norbert. Du hast den Strom eingeschaltet. Oh, jetzt kommt der Kobold. Na, Land, wieder alles vergessen. Servus, Dominik. Na, kein Problem. Alles wieder verkackt. Ich sehe nicht. Er ist im Eck, im Eck. Links im Eck. Jetzt geht er weg. Boah, böse Idee. Rennst halt wieder. Na, ja, das war's. Wir sind tot. Alter. Was war jetzt los von mir? Aber du rennst halt wieder zu dem Kobold, statt dass du zur Tür gehst wieder. Ja. Na gut, jetzt muss ich kurz weg. Aber jetzt haben wir es dann bald. Naja, haben du musst noch immer nicht. Wir wissen noch immer nicht, wo du einen Schlüssel hinkommst. Ja. Na gut, ich komm gleich. Da drüben bereit, da sind wir wieder. Ja, da nicht.
So. Sorry, eigentlich hätte ich gleich starten können, bevor ich weggegangen bin. Okay. Dach. Was, ich habe mir gedacht, riecht mir dabei auf, dass ich auch dabei vorspielen kann. Ja, sorry. Ist mir dann zu spät eingefallen. Ich hab's eh noch nachgerufen, was ist denn mit Karte? Schade, ich dachte, man kann den Lichtschalter schon aufdrehen. Na, du schaltest den Stromkasten an. Ja, aber ich dachte, dass du den Schalter nach oben drehen kannst schon. Weißt du? Achso. Okay, Kobold ist gerade nach vorne. Ja. Das war unnötiger Tod. Ja. Und jetzt geht er wieder nach hinten. Nach hinten zu uns meinst du, oder? Mhm. Er kommt. Er kommt. Was ist wieder, dass wir beide wieder rennen, ist halt wieder unnötig. Ich dachte, dass ich ihn unter Beobachtung halte. Ja, aber das kannst du von der anderen Seite auch, weil das siehst du, ob er bei dir ist oder nicht. Hitze-Hitze-Kobold. Strom ist an. Danke ich. Also sorry. Okay, jetzt gehen wir beide. Einer haben wir gesagt. Ja, weil sonst schwärmen wir wieder beide gleichzeitig bei dem Großen. Ja, stimmt. Er kommt. Ich hab mich gesehen. Oh, scheiße. Du rennst wieder. Ja. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass du da hinten bist. Doch. Ich habe gesagt, einer bleibt in dem Raum und einer rennt dort, wo man wieder ins Haupthaus kann. Dann kann er wieder die Runde machen. Das war jetzt lost. Das war jetzt mehr als lost. Weil das haben wir gesagt, rauslocken, damit der eine reinlaufen kann. Ja. Aber in den Raum erwischt uns immer, irgendwie.
Er ist noch bei der Küche. Passt. Sieh ihn nicht. Ah, jetzt kommt er. Fuck. Er geht weg. Er bleibt stehen. Jetzt geht er weg. Kannst mich holen. Okay. Danke, danke. Alter. Nein. Zu hektisch spiele ich das jetzt. Danke. Passt. Bist du da jetzt? Alex? Tür ist jetzt offen. Gehst du oder soll ich? Hallo? Alex, hörst du mich? Er sagt nichts. Kannst du? Ja. Du hast jetzt gar nichts gesagt, jetzt habe ich dich überhaupt nicht gehört. Ach, ja, nicht ganz schlecht. So, wo war denn der Schlüssel? Ah, da, hab ihn. Corner Room. Geht schon. Jetzt, er ist ganz weit weg. Da ist noch eine Tür. Da drin links. Da drin links ist eine Tür. Noch was? Da drin links ist eine Tür. Wir haben nicht so viel Zeit. Da ist okay. Nicht. Da hinten ist noch eine Tür. Da ist offen. Ja, was? Warte. Living Room. Oh, Living Room ist wieder ganz draußen, oder? Ich glaube ja. Das ist jetzt rasch. Na komm, komm. Das Blöde ist, er kann jetzt irgendwo sein. Ja. Kann ich hören? Na komm. Das ist ein Lichtschalter. Da, an nach links, ja, da ist eine Tür. Achso, das ist die Tür. Ah, da ist rechts. Eine Tür. Komm. Ich höre. Komm da? Ja, ja, ja. Zurück, zurück. Sicher? Okay, jetzt ist er. Vielleicht ist er ab. Nein, ja, weg, na, weg. Da geht's zur Küche. Da ist noch eine Tür, die ist auch nicht. Die ist auch nicht? Nein. Nein, dann müssen wir wieder ganz nach hinten. Da waren noch zugemachte Türen. Wie ganz nach hinten? Das ist nicht am Anfang. In den letzten. Also doch im anderen Raum.
Also doch dort, wo wir das rausgelockt haben, das Monster, oder wie? Ja. Scheiße. Da waren ja nicht alle Türen offen. Ja, das war... Den Kobold musst du lachen. Boah, ich bin jetzt drin im Sturm. Mit dem Kobold oder mit dem anderen? Mit dem anderen. Der ist aber weggegangen. Na okay, dann muss auf den Kobold warten. Voll jetzt wieder zu hektisch. Ich wollte durchlaufen rein. Ja, aber wenn der Kobold genau dort steht. Ja. Na, so geht's ja nicht mehr aus. 10 Sekunden noch. Ja, da bin ich. 3. Nein, vergiss es. Vergiss es. Aber die Idee war gut. Nein! Scheiße. Warte, müssen wir aufsteigen. Das Level nicht umgestellt. Welche Idee war gut? Na, mit dem Rauslocken, das hat super funktioniert. Ja, das stimmt. So, wir müssen aber wieder alles mal einstellen. Ja, bin schon dabei. Achso, aber wir hätten nicht rausgehen müssen, nochmal nicht. Ich bin nur gegangen, Leaf Game eigentlich. Nee, aber da kommst du ganz raus. Und werden uns auch umbringen lassen können. Nee, ich hab mich umgemacht. Ich hab auf dich gewartet. Achso. Bis halb? Okay. Oder willst du das jetzt durchziehen? Wie du magst. Na, kann man. Ich kann. Mhm. Wohnzimmer. Ja, 10. Er ist weg. Kannst du? Ja, kannst du also in der Küche? Warehouse Key habe ich. Ich glaub, wenn man schnell ist, kann man eigentlich immer gleich durchlaufen. Ja. Alter, was war da jetzt? Ja, er ist genau hinten gestanden. Alter. Ich habe das nur ausgenutzt jetzt. Bist du jetzt mal leicht liegt da? Jetzt dreht er sich um. Das hat jetzt wieder gekostet. Ich dachte, er ist hinten, ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Nein, er ist gleich im Eck gestanden. Ich habe dich laufen gesehen, da bin ich dann gleich nachgelaufen. Noch, aber er ist geschissen. Jetzt geht er gerade retour, wieder, zu dir. Oder, nicht mehr retour zu dir. Hui.
Bei dir liegt der Schlüssel. Ja. Fusebox. Ich sehe ihn halt nicht. Mal geht grad zurück. Da. Ich komme es an. Gut, ich renne dann wieder, okay? Und ich sag dir dann wieder Bescheid. Ja. Das heißt, du suchst nur dort einmal alle Türen ab. Ja. Geht? Passt. Fuck. Hat er dich? Oh, ja. Fuck. Der andere ist gekommen. Genau gegen. Alter. Jetzt ist der andere wieder zurückgekommen. Okay, wir müssen auch schauen, wo der Kobold ist. Ja. Also, sobald der Kobold vorgeht, muss ich die Tür öffnen. Stimmt, das haben wir jetzt nicht abgewartet. Nein. Fuck. Na komm schon. Bist du hässlich, oder? Na, da waren ja schon die Figuren. Hast du den Schlüssel? Ja, das ist hektisch. Ich weiß gar nicht, dass er da reingeht. Ich auch nicht. Kobold ist vorne bei uns, ja? Zur Information gleich. Jetzt geht er nach hinten. Er ist stehen bleiben. Jetzt geht er nach hinten. Ich sehe nicht, siehst du? Er dreht sich umgedreht. Wieder Richtung Eingang und weiter. Hat mich gesehen. Er geht wieder rein ins Warehouse. Ja. Komm zu mir. Ja, ich verfolge ihn. Geht schon, kannst du helfen? Vorschauen. Geh zurück, ich gehe dann gleich durch. Ja.
Oder er steht genau da, aber sieht mich nicht. Hallo! Kobold kommt zurück. Ganz scheiße, ich muss einmal raus. Er kommt gleich. Er ist jetzt genau von mir weggegangen. Ich bin hinter ihm die ganze Zeit gegangen, hat sich nicht einmal umgedreht. Alter. Und ich weiß, wo der Schlüssel liegt. Er liegt gleich im ersten Raum links. Okay. Jetzt sehe ich den Kobold nicht. Er geht gerade zurück. Also er kommt ganz gerade gegen. Jetzt geht er zurück. Bruder muss los. Will er nicht? Nein. Jetzt. Bin raus. Ja, aber nicht. Ne- oh. Er ist aber nur im Nebenraum jetzt. Corner Key, Corner Key. Was war denn Corner Key? Das hast du ihm gemacht. Oh, er hat mich gesehen. Ich musste raus. Alter! Wie weit verfolgt mich denn noch, Alter? Oder du hättest halt nicht zum Kobold rennen sollen. Er hat mich gesehen die ganze Zeit, das war das Problem. Ja, yeah, aber dann hättest du die Runde. Wir haben extra die Runde gemacht, dass wir die Runde rennen. Wow! Fuck! So hektisch! Unnötig. Ja, 14 noch. Naja, das geht nicht aus. Kobold ist genau von mir. Ist zu hektisch halt. Ja. Weil wir hätten uns schön neu aufbauen können jetzt quasi. Mhm. Ja. Joe wird das nix mit der Hektik. Na, Joe wird das nix. Na gut, machen wir noch einen Versuch. Ja. Und wie gesagt, ganz, ganz ruhig. Wenn es 3 Minuten dauert, bis der vorbei ist, dauert es 3 Minuten. Okay. Weiter. Ich habe den ersten Schlüssel gesehen, übrigens jetzt beim Verstecken. Scheiße. Das wird nichts mehr, glaube ich. Jetzt hat er mich in der Zwickmühle gehabt. Danke. Alter, da ist er. Alter. Dachte, er ist schon weiter weg. Also, nicht so in unmittelbarer Nähe.
vielleicht noch da? Ich bin noch da. Ja. Jetzt ist er in den Nebenraum gegangen. Alter, er kommt wieder. Alter, er hat uns gesehen. Wirklich letztes jetzt? Was? Also können wir nicht, aufhören, oder? Aber diesmal ohne Hektik. Ich bemühe mich. Aber das ist das, was ich gemeint habe mit Durchhalten. Nicht jetzt so von der Motivation her, sondern eben von diesem nicht hektisch werden. Ja. Ich dachte, du meinst von der Motivation. Nein, das ist von der Motivation. Nicht. Aber es ist automatisch, wenn du bei solchen Spielen, was du, desto mehr du machst und desto öfter, umso hektischer bist du, weil du es umso schneller machen willst. Ja. Weil du denkst, du kennst das eh, du weißt eh, wie es funktioniert. Schlüssel haben. Ja, der Schlüssel. Ja, passt. Ja, komm ran. Das war fair. Raus, renn durch. So, haben wir einen Warehouse Key? Ja, geht's raus. Geht's raus. Verstecken. Kobold sehe ich jetzt nicht. Schlüssel sehe ich. Kobold sehe ich auch nicht. Ah ja, Kobold kommt. Ja, Kobold kommt. Kobold ist vorbei. Kobold kommt. Sobald er zurückgeht, sage ich es dann und dann gehe ich rein. Und diesmal versuche ich vielleicht was ein bisschen langsamer zu rennen, dass er ein bisschen länger bleibt. Ja. Kobold hat sich umgedreht? Ja, Kobold hat sich umgedreht. Pass, ich gehe rein. Kobold ist ganz hinten, sehe ich ihn. Ja, er dreht erst wieder mit. Wir sind raus? Ja. Ich bin drin. Hab einen Schlüssel. Er kommt zurück. Ich habe einen Living Room Schlüssel, aber ich kann ja nicht ins. Er kommt zurück. Er ist gleich im Raum drin. Boah, ich hoffe, er kommt nicht zu mir jetzt. Jetzt geht er rein. Ich habe mich in einen kleinen Raum verschanzt. Ich hoffe, er kommt da nicht rein. Welche Türen hast du jetzt schon probiert? Ich habe jetzt den Living Room Schlüssel. Ja, aber welche Türen hast du schon probiert? Noch gar keine. Ich bin. Achso. Passt, haben. Living Room habe ich offen. Bathroom Key. Da ist eine Tür.
hast keine. Scheiße. Das könnte jetzt. Was da? Boah. Das könnte jetzt drüben sein, ja. Das wollte ich gerade sagen. Das könnte die sein, wo wir begonnen haben. Waffen. Was ist in dem Raum drin? Lauf, lauf, lauf. Du bist halt wieder in die Falle gelaufen. Ich war am Seg schon, er konnte mich eigentlich nicht sehen, wo ich hinlaufe. Trotzdem. Na, das war das. Immer die Runde laufen. Immer. Sobald es geht. Ja. Nicht verstecken, laufen. Innen drinnen meinst du dort? Im kleinen Raum. Nein, die Runde wieder zurück ins Hauptgebäude, weil du hast ja den Schlüssel fürs Hauptgebäude und du rennst in fürs Verstecken. Stimmt, stimmt. Da hätten wir es nur durchrennen brauchen, bis ins Hauptgebäude. Ja. Da hätten wir nur diesen langsamen Cut und fertig. Na gut, Leute. Das war's für heute mit dem Das ist ziemlich länger, als ich gedacht habe. Ja, das stimmt. Wir werden das weil nächste Mal schauen, dass wir schaffen. Weil dort ist dann noch eine Tür. Mhm. Ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal dann dorthin. Und wer weiß, ob es dort schon zu Ende ist. Ich glaube schon. Ich glaube, mehr als drei sind es nicht dann. Weil du kommst ja ziemlich schnell immer in ein Level. Stimmt. Wer weiß, ob wir da nicht noch in den Ausgang dann finden müssen, noch zusätzlich. Das oder dann finde ich das Spiel. Na gut, Leute, das war's. Dann kriegen wir wahrscheinlich eine Axt und du musst irgendeine Wand frei hacken oder sowas. Gut, dass mein Ventil, das war ja auch ehrlich urschwer zum Finden. Ja eben, deswegen sage ich, das war so unausgerissen einfach, also nein, überhaupt nicht irgendwie. Du musst ein Regal auf die Seite schieben. Ja. Na gut, Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen im Horrorstream. Macht's gut, bis dann. Ciao und Baba.